Das ist Polo. Er geht in die 10. Klasse. Polo würde liebend gerne einfach in der frischen Luft entspannen, aber muss sich leider auf einen Wirtschaftstest vorbereiten. Wenn ihr in der gleichen Situation seid, dann hier das Thema Wirtschaftssysteme einfach zusammengefasst. Zuerst einmal, was ist eigentlich ein Wirtschaftssystem? Ein Wirtschaftssystem ist eine gedankliche Ordnung anhand von Modellen, die Koordination und Struktur beschreiben. Fangen wir zuerst mit der freien Marktwirtschaft und ihrer Hintergründe an. Die freie Marktwirtschaft zeichnet sich durch den Leistungsgedanken und der unsichtbaren Hand als Kernelemente aus. Das Leistungsprinzip ist ein Prinzip, in dem jeder für sich selbst verantwortlich ist und jeder frei entscheiden und handeln kann. Heißt, die Chancen eines Einzelnen bemessen sich allein nach seiner Leistung. Unter dem vom Adam Smith geprägten Begriff unsichtbare Hand verbirgt sich die Selbststeuerung der Wirtschaft auf dem Markt über Angebot und Nachfrage. Das System der freien Marktwirtschaft baut auf dem Konzept des Liberalismus auf, also eine Ordnung mit allen wirtschaftlichen Freiheiten, wie zum Beispiel Gewerbefreiheit, Wettbewerbsfreiheit oder freie Preisbildung. Das Konzept entwickelte sich in England ab Mitte des 18. Jahrhunderts im Zuge der einsetzenden Industrialisierung. Einer der Hauptvertreter war Adam Smith. Nun zu den Kennzeichen einer freien Marktwirtschaft. Der Preis der Güter bildet sich durch Angebot und Nachfrage. Es besteht eine Gewerbe-, Konsum-, Investitions- und Vertragsfreiheit. Hier nochmal schön die Elemente des Liberalismus zu erkennen. Weiterer Aspekt ist der uneingeschränkte Wettbewerb auf dem Markt, also der Staat greift nicht ein. Privateigentum an Produktionsmitteln ist ebenso Bestandteil. Diese ganze Ordnung wird auch dezentrale Planung genannt. Den Staat bezeichnet man in diesem System als Nachtwächterstaat, da es eine untergeordnete Rolle spielt. Was sind also die Aufgaben des Staats? Zum einen die Gewährleistung der Eigentums- und Vertragsrechte. Die Sicherheit spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Die Gesellschaft zu schützen ist Aufgabe der Polizei und des Militärs. Funktionierende Zahlungsmittel bereitzustellen ist enorm wichtig, denn ohne sie kann kein Handel stattfinden. Der Staat kümmert sich auch um den Bau von Straßen, Brücken und Bildung der Bürger, also der Infrastruktur. Um den Frieden und die Freiheit der Bürger zu gewährleisten, wird ein funktionierendes Rechtssystem geschaffen. Nun das System der dezentralen Planung. Die Güter- und Dienstleistungsproduktion wird in der freien Marktwirtschaft dezentral über den Markt koordiniert. Das Streben nach Gewinn bzw. nach Nutzen der Marktteilnehmer und der Wettbewerb beschreiben die Marktwirtschaft. Der Konsument entscheidet, welche Produkte er kaufen möchte, und der Produzent entscheidet, was er produzieren möchte. Wobei er sich natürlich an der Nachfrage und der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten orientiert. Aus dem freien Markt treffen nun Angebot und Nachfrage in Form der Produzenten und der Konsumenten aufeinander. Aus diesem Spiel bildet sich der Preis. Somit entsteht eine Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaftssubjekte, die rationales Denken kennzeichnet, mit dem Ziel, so viel Gewinn wie möglich zu erzielen. Das zweite Wirtschaftssystem, das wir euch erklären, ist die sogenannte Zentralverwaltungswirtschaft, auch Planwirtschaft genannt. Am Beispiel der DDR, circa 1948 nach dem Vorbild der östlichen Besatzungszone. Jetzt die Merkmale der Zentralverwaltungswirtschaft. In der Planwirtschaft gehen alle Wirtschaftsprozesse vom Staat aus. Arbeitsplatz und Berufswahl wird auch vom Staat gelenkt. Ebenso legt der Staat die Preise aller Waren, Güter und Dienstleistungen fest. Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es nicht, denn der Eigentümer ist nun der Staat. Es gibt keine wirtschaftlich selbstständigen Menschen. Also ist die wirtschaftliche Freiheit des Individuums untergeordnet. Ebenfalls gibt es keinen Markt, auf dem sich Angebot und Nachfrage treffen, sowie Wettbewerb. Der Lohn und der Bedarf wird vom Staat festgelegt. Somit ist in der Planwirtschaft der Staat übergeordnet als Entscheider und Planer. Nun das System der zentralen Planung näher erläutert. Die Planwirtschaft ist durch die Unterordnung des wirtschaftlichen Geschehens unter die Vorgaben des Staats bzw. dessen Planungsbehörde gekennzeichnet. Nicht die einzelnen Wirtschaftsakteure, die Anbieter und Konsumenten, treffen die Entscheidungen. Stattdessen entscheidet der Staat zentral über die Wirtschaftsstruktur, die angewandten Produktionstechnologien, Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital und die Einkommens- und Vermögensverteilung. Aber welches System ist jetzt eigentlich besser? Die freie Marktwirtschaft oder doch eher die Zentralverwaltungswirtschaft? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns die Vorteile bzw. Nachteile beider Wirtschaftsformen an. Beginnen wir mit der Zentralverwaltungswirtschaft. Das Beste an der Planwirtschaft ist, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt. Aber dafür muss man vieles opfern. Man klagt über niedrigen Lebensstandard,
schlechte Versorgung mit Konsumgütern, da Planungsfehler entstehen. Es gibt keine Innovation und Motivation, da es verstaatlicht wird. Und oft entsteht mit diesem System eine politische Unterdrückung. In der DDR ist vor allem der schlechte Fortschritt zu nennen, den man besonders an der Infrastruktur erkennen konnte. Überproduktion und Unterproduktion war ebenso ein großes Problem. Und vor allem spürte man die Flucht der Unternehmen. Nun die freie Marktwirtschaft. Hier läuft die Versorgung mit Konsumgütern sehr gut ab. Es finden laufende Innovationen und Verbesserungen statt. Aber Arbeitslosigkeit ist hier leider Präsenz, sowie soziale Unterschiede in der Gesellschaft. Es entstehen Tendenzen zur Monopolisierung. 1990 wurde dann die freie Marktwirtschaft durch die soziale Marktwirtschaft abgelöst, welches vor allem durch Ludwig Erhard eingeleitet wird, der auch als Vater der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet wird.